Okay. So, the first ghost is erscheining. And now, I take my Deku Nuts. Okay, okay. Fake Akaza say we can drehen. Now, I stop my English. Okay. Hello, Ghost. Nur das Kokiri-Gewand. Erscheining, ja. Okay, das ist das Kokiri-Gewand. Das ist nicht schlimm. Das ist keine schlechte Strafe. Bam, Alter. Jawohl. So, hallo, Leute. Ich begrüße euch nochmal ganz herzlich auf Deutsch. Alle, die eingeschaltet haben. Ich freue mich. No, don't die. Please, I need my Paper Mario Videos. Oh, du schenkst mir welche von deinen. Jetzt habe ich das verstanden. Na, danke. So, Leute. Ja, das nächste Mal, reden wir auf Chinesisch, oder? Jeder von euch wird sich merken, was die Zahlen 1 und 2 auf Chinesisch heißen. Das heißt nämlich IA. Also quasi wie der Esel macht. IA. Das kann sich jeder merken. Jeder. So, wir haben die Karte bekommen. Nee, was? Haben wir gerade die Karte bekommen? Ja, wir haben gerade die... Oh, Französisch kann ich gar nicht. Oui, oui. Dann mache ich einfach nur oui, 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 oui. Wie so Meerschweinchen die ganze Zeit. Ich bin dann einfach nur Meerschweinchen. Nein, Russisch. Oh. Warte, ich gehe nochmal Schritt zurück. Baguette. Baguette. So. Nein! Russisch. Russisch ist auch, boah. Die ist bei da. Das kann ich. Und, du Boy Utre? Das ist, glaube ich, auch was, oder? Und dann gibt's noch Nupagadi. Bin am Montag über meine Füße gestolpert. Oh nein, Maike. Warum? Okay, wir haben einen Schlüssel dann. Das ist halt echt nicht viel. Bin gespannt, wie weit wir da kommen. So, ich brauche erstmal meine Deku-Nüsse wieder. Oh, ohne meine Nüsse mache ich gar nichts. Zack. Bam. Und zack. Und bam. Und zack. Und bam. Tschüss. So. Nice. Super, die Geister. Also mit Deko-Nüssen gehen die so einfach. Liebe ich ja. So, was kriegen wir hier Schönes? Wir haben jetzt die Karte bekommen. Und den Kompass. Okay. Das ist cool. Das heißt, wir können uns dann nochmal in den anderen Räumen umsehen, wo vielleicht geheime... Nixbaum, haha. Wo geheime Schatztruhen oder so versteckt sind. Das heißt, hallo. Ah ja, ich kann's fast lesen. Ah, Schnürsenkel war offen. Oh, scheiße. Oh nein. Okay, und da hinten ist aber noch ein Schlüssel, oder? Ist da hinten nicht noch ein Schlüssel dran? Da hinten ist kein Schloss dran. Oh, cool. Oh, geil. Schön, da freue ich mich. Das heißt, wir können eigentlich die Tür umdrehen, oder? Die Räume. Wollen wir das? Soll ich erst noch die Hand töten? Privet mit deutschen Buchstaben. Ah ja. So. Ah, okay. Schade, ich dachte, es triggert vielleicht irgendwas, aber nee. Gut, dann drehen wir mal die Räume um. So, so, so. Ach je. Was ist hier denn passiert? Okay, da oben haben wir ein Eisauge. Haben wir Dins Feuerentfernung? Wir haben Dins Feuerentfernung. Wollen wir das ein bisschen umgehen hier, das Ganze? Mein Bein sieht aus wie ein Gemälde von Picasso. Oh nein. Arme Maike. Ah. Okay.
Wir holen uns hier erstmal Herzchen und Pfeile. Der macht hier Dauerfeuer auf mich. Was ist denn mit dir los? Aber guck mal. Guck mal, wir haben hier so ein Ding, da können wir uns ranziehen. Vielleicht. Aha. Ich muss auf jeden Fall erst da oben rankommen, sonst wird das, glaube ich, nichts. Ich mach mal Selbstmord, ja? Und nochmal bitte. Aua. Warum habt ihr so coole Namen und ich bin so langweilig grau? Ich glaube, das. Oh shit, was ist denn jetzt los? Was? Nein! Nein, 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 nein! Scheiße! Ja, das war's. Nein! Shit! Ich kam nicht mehr raus. Okay, da ging nichts. Da ging nichts mehr. Oh, Leute. Okay, einmal den Tod hoch. Und dann heißt das wieder drehen. Mann! Oh, ja! Sehr schön. Sehr, sehr gut, Leute. Ich habe Glück gehabt. So muss das sein. Okay, warte mal. Ich guck mal kurz auf die Karte. Ich bin auch grau. Ja, Mario, du bist auch aktuell noch kein Mitglied. Das ist quasi, wenn man kein Mitglied ist. Dann ist man grau. Wir haben da noch eine Schatzkiste. Okay, da waren wir auch noch nicht. Da ist auch eine Schatzkiste. Hier haben wir auch noch ganz viele. Zwei Stück. Warte mal, wo ist denn das? Obere Etage irgendwo. Der Stream müsste morgen fortgesetzt werden. Da ist Auferstehung. Was? Welche Auferstehung? Auferstehung Ganondorfs? Hä? Okay, wir haben ja hier eine Fee. Das ist ja eigentlich mal ganz geil. So. Also ohne Glied, genau. Genau das weiß ich, lieber Zettel, ja, okay. Aber leider war das Spiel gerade schneller. Kitsune hat gerade eine Mitgliedschaft verschenkt. Vielen Dank an liebe Kitsune. Das heißt, Kitsune darf auch einen Dreh verschenken. Oder selber drehen. Und das ist ein hübscher Name. So. Zack. Klappt das? Das klappt. Okay, jetzt habe ich's raus. So, Spielekatze. Schaut wahrscheinlich im Hintergrund irgendwo zu. Herzlich willkommen im Stream. Liebe Spielekatze. Ich trinke jetzt mal einen Schluck Tee hier. Sorry, ihr habt mich mitreißen lassen. Versuch sowas zu lassen. Mitreißen lassen. Okay, wir versuchen mal unser Glück. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie das hinkriegen, dass wir das den Raum drehen können. Was kommt so in Zukunft für Let's Plays? Tee? Wo ist der Kaffee? Also abends trinke ich lieber nur Tee. Früh ist Kaffee am Start. Da trinke ich 2-3 Tassen. Aber abends lieber nur Tee. 12? Werde gerne einen Dreh, der als erster 12 schreibt. Den habe ich. Okay. Lady Makoros. Bam. War zu anzüglich. Ah, ich habe den Spruch gar nicht gelesen. Schreib ihn nochmal. Schreib ihn nochmal. was kommt in Zukunft für Streams? Hat Ariana gerade gefragt. Für Projekte. Für Let's Plays, genau. So. Also nach Paper Mario oder Banjo-Kazooie, Jigs of Time, wird auf jeden Fall als erstes ein Twilight Princess Randomizer kommen. Schön geupdatet, da gibt es neue Dinge und so. Ein bisschen besser auch alles. Und danach Minish Cap Randomizer erstmal geplant. Also das sind die zwei Dinge, die erstmal geplant sind. Und ich soll drehen. Ah. Lady Makoros hat den Dreh bekommen. Let's go. Ich bin gespannt. Kein Flascheninhalt benutzen. Okay. Oh shit. Ja, wie mache ich denn das jetzt? Warte mal, ich warte jetzt einfach, bis ich einmal rum bin, dann jump ich da rüber und dann mache ich den Feuerinferno, oder?
Ey, wie jetzt? Dachte Majora's Mask Randomizer kommt bald. Nein! Was ist jetzt passiert? Was ist denn jetzt passiert? Ja, aber ich habe ja nicht gesagt, wann. Und ich plane dann als nächstes auf jeden Fall den... Was ist denn das? Den, ja, die Mischung aus beiden quasi. Ocarina of Time und Majora's Mask. Aber da ich erst einen Ocarina of Time Randomizer hatte, habe ich mich jetzt dazu entschieden, quasi nochmal zwei Projekte andersweitig zu machen. Und danach geht's los. Versprochen. So, jetzt geht's los, Leute. Jetzt holen wir uns Dins Feuerentfernung. Und dann... feuerfrei. Ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, ich muss hier nicht das wirklich so mit der Fackel machen, sondern ich kann tricksen. Shit, ich muss das wirklich mit der Fackel machen. Boah, das ist aber übel. Das heißt, ich muss den wirklich da wegsprengen. Okay, ich bin geduldig, kein Problem. Danke. Danke für deine Geduld. So. Na dann. So. Nein! Nein! Also das ist ja echt eklig, ganz ehrlich. Warte mal. Wir machen es so. So, eins. Zwei. Oh, Gott sei Dank. Gut, der ist tot. So, jetzt müssen wir gucken. Wie stellen wir das an? Wir müssen... Wo müssen wir hinschießen? Ich weiß gar nicht, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich glaube, ich muss tatsächlich unten auf das Ding drauf, ne? Aber da muss ich wieder so ganz vorsichtig sein. Weil wenn ich da halt wieder reinfalle, bin ich halt wieder tot. Okay, ich muss super vorsichtig sein. Ich hoffe, das klappt von hier. Das klappt auch nicht von hier. Hä, wie soll ich denn da drankommen? Habt ihr gerade eine Idee, wie ich das machen soll? Shit. Hä? Ich check's nicht. Der Wassertempel wird bestimmt richtig ekelhaft in Goldquest. Kann ich mir auch vorstellen, ja. So, ich habe keinen Plan, wie ich das machen soll. Weil wenn ich hier durchschieße, dann sind meine Pfeile halt noch normal. Okay, vom Boden aus. Ja, das könnte vielleicht klappen. Boah, das ist ja ein richtig Sniper, ey. Okay, warte mal. Ja, hast recht. Das könnte vielleicht... Ja, das klappt vielleicht. Mit dem richtigen Winkel. Ja, das könnte klappen. Jo, geil. Sehr gute Idee. Schön. Minish Cap Randomizer, hoffentlich sind die Muscheln und Kinstones mit im Pool. Wir werden sehen. Natsu, deine Tipps wurden nicht überlesen, aber ich habe gerade nicht in den Chat geguckt. So. Was passiert hier? Was können wir hier machen? Also ich glaube, da... Ich weiß gar nicht, sollen wir jetzt eins zurückgehen? Oder sollen wir hier rein? Wir gehen hier rein. Wir gehen erstmal hier rein. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Aber ich glaube, drüben gibt es auch eine Schatzkiste, oder? Ist die nicht mehr da? Egal, wir gehen einfach rein. Let's go. Hier ist erstmal der Raum. Da haben wir eine Skulltie. So. Zack. 48. Wenn wir jetzt hier rausgehen... Ah, da muss ich erst die Tür aufkriegen. Okay, wie kriege ich die Tür auf? Was? Ich sehe schon vor mir, wie der Zelda-Junge eine Stunde lang alle Brote in der Glücksbäckerei futtert und dann alle Items drin findet. Ich gucke ansonsten dein Live, wenn du ihn hochgeladen hast, die ganze Woche über. Sehr schön.
Freut mich, dass es dir gefällt und dass du dadurch jetzt quasi zum Stream gefunden hast. Boah, halten die viele aus. Okay. Wir müssen, glaube ich, auf den... Ah, die sind auch noch da. Wir müssen, glaube ich, auf den Schalter mal schnell drauf. Dann geht die Tür auf. Wirst du Paper Mario 2 spielen? Mit Sicherheit irgendwann. So, da ist der Schalter. Da geht die Tür oben auf. Alles klar. Hier ist übrigens Pac-Man. Pac-Man einfach drauf. So, ich wette mit euch, da oben ist ein Schlüssel drin. Deswegen, ich werde mir den erstmal holen. Das war auch wieder interessant. Manchmal ist das so super strange, was hier passiert, ey. Aber das hat nichts mit dem Hack zu tun, weil das passiert halt auch manchmal im normalen Spiel. So. Ey, kann ich mich voll healen. voll healen. So. Als Stream oder als Let's Play? Das kann ich euch noch nicht sagen, aber ich denke mal als Let's Play eher. Pac-Man hätte die vier Geister ruhig für dich auffressen können, ja. Das wäre, glaube ich, ganz cool geworden. So, jetzt muss ich nochmal da hoch. Warum ist jetzt hier ein Huhn? Ne, das war schon die ganze Zeit das Huhn. So, zack. Also ich plane, ehrlich gesagt, jetzt nur noch solche Hacks hier zu spielen. Als Livestream. Weil gerade in solchen Hacks hier und in solchen krassen Projekten kannst du halt mit dem Death Wheel richtig schön arbeiten. Finde ich. Dementsprechend werde ich das halt ja so planen. Zack. So. Haben wir denn den Schlüssel hier drin? Oder wurde ich jetzt nur getriggert? Nein, es ist tatsächlich ein Schlüssel. Dankeschön. So, und theoretisch können wir jetzt dahin, können wir zurück in den Raum. Und dann können wir da weitermachen. Oh oh. So, ich hole mir noch ein bisschen Herzchen, oder? Und Pfeile. Läuft gut aktuell. Okay, wir sind schon einmal gestorben, aber naja. Ein Ocarina of Time Multi-World Randomizer mit Community wäre nice, aber super schwer umzusetzen. Warum wäre das... schwer umzusetzen? Du kannst auch andere Spiele mit der Bestrafungsrat spielen. Es ist halt... Ich möchte halt schwere Spiele spielen. Also irgendwas, was ich nicht kenne am besten und dann richtig schön schwer. Und wo halt Spiele so sind, wo vorprogrammiert ist, dass du auf jeden Fall ein paar Mal stirbst. Das ist so der Plan dahinter. Ey, du hast so eine gute Stimme fürs Let's Play. Dankeschön. So, kommen wir da einfach durch? Ich glaube nicht. Hilfe! Was ist denn da eigentlich? Was? Das sieht super strange aus. Was ist da? Ist das ein Schalter? Gott, was passiert denn hier? Eine Schatzkiste ist das. Okay, let's go. Auf die Kiste. Pfeile, okay. Und jetzt durch. Jawohl. Was mit dem Hack passiert? Der Zelda-Hack als Doom-Version. Was ist nun damit? Den wird man auf jeden Fall auch noch zocken. Aber Leute, ich habe echt wenig Zeit. Deswegen, wenn ich da mal wieder ein bisschen mehr Zeit habe. Ich habe halt auf Arbeit auch aktuell ein bisschen Stress. Normalerweise sammle ich immer schön ein paar Überstunden an und kann die dann einsetzen und immer ein paar freie Tage machen. Und dann mache ich halt immer solche Projekte wie zum Beispiel diesen... diesen Doom-Randomizer oder das Doom-Projekt. Aber aktuell lerne ich halt einen neuen Stellvertreter an und da kann ich halt meine Überzeit gar nicht so gut einsetzen. Dementsprechend wird das noch ein bisschen, ja, sich hinziehen. Weil dann mehrere Spieler beteiligt wären und dann müssten alle zur gleichen Zeit können und die passenden Technik zum Spielen. Ach so, das meinst du. Ja, das ist immer schwierig, das stimmt. So...
Das Geile ist, man kann schneller schieben. Das ist halt super angenehm. Im Original ist das Schieben so langsam. So. Let's go. Ah, ich bin eigentlich immer nicht so der Typ, der sagt, Arbeit geht vor. Weil ich bin ganz ehrlich, du hast nur ein Leben. Da sollte Arbeit nicht deine Hauptrolle spielen. Aber, ja. Naja. So.